In diesem Video zeige ich dir, wie du den MetaTrader 5 auf einer Apple macOS Software installierst und worauf du dabei achten solltest. Wir sehen uns nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Julian Trioli und heute zeige ich dir, worauf du achten solltest, wenn du den MetaTrader 5 auf deinem Apple MacBook oder deinem Apple Mac installieren und einwandfrei nutzen möchtest. Denn seit dem letzten Systemupdate von Apple, sprich zu macOS Ventura, kommen immer wieder neue Fehler zustande. Sprich, es gibt Abstürze beim Start, die Fenster lassen sich nicht fixieren, es gibt Fehlfunktionen und vieles mehr. Nun stellt sich natürlich die Frage, hey, wie installierst du die Datei vernünftig, sodass ihr auch langfristig nutzt? Und welcher ist der einfachste Weg? Ich bin hier kurz auf die Herstellerseite des MetaTrader 5 gewechselt und du siehst hier, als Tipp nennen sie das sogenannte Play on Mac Tool. Was ich für meiner Meinung nach, ich habe es jetzt selber mal ausprobiert, habe geguckt, okay, wie funktioniert es? Die Installation ist aber allerdings sehr, sehr kompliziert, dauert lange und funktioniert tatsächlich bei mir jetzt nicht. Also diese Schritt-für-Schritt-Anleitung scheint veraltet zu sein. So, deswegen funktioniert es bei mir jetzt nicht und ich habe geguckt, okay, welche Alternativen gibt es noch? Welche einfacheren Varianten gibt es, dass man endlich den MetaTrader 5 auf einer Apple Mac Software verwenden kann? Und da bin ich zum folgenden Ergebnis gekommen, und zwar ein VPS-Server. Ein VPS-Server ist praktisch ein Server, also ein PC oder eine Hardware, die du mietest, die ganz woanders sitzt und die ganze Zeit dauerhaft durchläuft. Das heißt, zum Handeln ist sogar ein VPS-Server perfekt, weil du sparst Strom, du musst nicht die ganze Zeit deinen PC oder dein MacBook jetzt in dem Fall oder Mac dauerhaft durchlaufen lassen, damit du handeln kannst oder einen Handelsroboter drauflaufen lassen kannst, sondern du machst ihn an, diesen VPS-Server, installierst da einen Handelsroboter und der läuft dann praktisch die ganze Zeit durch und du sparst dir den Strom dafür. Wie du den genau auf deinem MacBook jetzt installierst und worauf du achten solltest, beziehungsweise welchen VPS-Server du dir holen solltest, das zeige ich dir jetzt. Und zwar gehst du zuerst einmal auf die Seite www.smart-markets.de. So. Dann landest du hier auf unserer Seite, klickst hier auf Handelssysteme und dann siehst du hier unten, welchen Serveranbieter nutzt Smart Markets. Wir klicken drauf und dann landest du hier auf der Seite von Contabo. Und hier reicht es schon, wenn du das kleinste Paket raussuchst. Dann siehst du hier die Preise. So, du hast hier praktisch, wenn du jetzt die Vertragslaufzeit anpasst, siehst du, dass die einmalige Einrichtungsgebühr dementsprechend niedriger ausfällt. Ich empfehle dir jetzt den einen Monat, weil du kannst dann immer entscheiden, okay, wenn du jetzt irgendwann mehrere Instanzen hast, dass du dann vielleicht ein Upgrade machst oder ja, wenn du jetzt sagst, hey, nee, du brauchst ihn nicht mehr, kannst du ihn auch ausschalten und dann kündigen. Deswegen reicht halt die initiale Vertragslaufzeit für mich jetzt meiner Meinung nach wirklich bei einem Monat. Und da ist die einmalige Einrichtungsgebühr, liegt hier bei 5,99 Euro. Dann gehen wir hier runter, das passt alles, das passt auch. Wichtig hierbei zu beachten ist, dass du hier bitte, so, wo haben wir das jetzt? Beliebt den Windows-Server auswählst und du kannst hier schon den Windows-Server 2016 auswählen. Der reicht vollkommen zum Handeln mit dem MetaTrader 5. Dann kannst du hier ein Passwort generieren lassen. So, kein privates Networking. Hier passen die Einstellungen alle soweit. Klickst auf Weiter, gibst hier deine ganzen Daten ein und dann klickst du natürlich auf Weiter und bestellst es, zahlst es dann. So, wenn du es dann gemacht hast, dann erhältst du von denen eine E-Mail. In dieser E-Mail wird dir dann einmal deine IP-Adresse zugesandt, die du benötigst, damit du dich mit deinem VPS-Server verbinden kannst. Im nächsten Schritt geht es nun darum, dass wir den VPS-Server auf deinem MacBook oder deinem Mac installieren. Und wie du das machst, das zeige ich dir jetzt. Und zwar gehst du erstmal in den Apple Store oder in den App Store, so, klickst drauf. Und dann suchst du hier Windows Remote Desktop und siehst, das hier wird dir vorgeschlagen als erstes.
Du siehst, bei mir steht jetzt hier öffnen. Das liegt daran, weil ich es schon heruntergeladen habe. Bei dir würde jetzt laden stehen und dann klickst du drauf und lädst es herunter. Es ist eine kostenfreie Software. So, es ist nämlich einfach dafür da, dass du praktisch ein Windows-Tool auf deinem MacBook installieren kannst. Diese App brauchen wir, damit wir uns mit dem MacBook oder dem Mac und deinem Server verbinden können. Und wenn du das jetzt heruntergeladen hast, dann steht hier öffnen. Dann siehst du dieses Fenster hier. Höchstwahrscheinlich wird bei dir hier alles schwarz sein, weil das sind jetzt so meine Server, die ich hier drauf schon installiert habe. Um deinen Server jetzt nun drauf zu installieren, beziehungsweise dein MacBook damit zu verbinden, machst du Folgendes. Du klickst auf Plus, Add PC. Hier gibst du jetzt die IP-Adresse ein, die du von Contabo per Mail erhalten hast, deines Servers. Dann klickst du hier auf Administrator und klickst dann auf Add. Anschließend wird dein Server direkt hier angezeigt. Beim ersten Verbinden, wenn du dann hier draufklickst, passiert Folgendes. Und zwar, einmal kommt diese Meldung hier, the certificate couldn't be verified, back to a root certificate. Das passt alles. Du klickst auf Continue. So, und beim ersten Verbinden wirst du nun dein Passwort eingeben müssen. Das ist dann einfach das Passwort, was du zuvor einfach auf der Contabo-Seite generiert hast. Wenn du das dann gemacht hast und dich dann damit verbindest, dann landest du hier auf dieser Seite. Dann öffnet sich dieses Fenster hier, Server Manager Dashboard. Und bevor du irgendwas machst, empfehle ich dir Folgendes zu machen. Du siehst ja Local Server und dann steht hier bei dir höchstwahrscheinlich gerade On. So, hier musst du dann auf Off klicken. Also du klickst das hier an, wenn hier On steht und klickst hier auf Off beides und klickst dann auf OK. Und dann kannst du hier, um das zu aktualisieren, kannst du dann einfach hier mal auf Dashboard klicken, dann wieder Local Server und dann sollte das umgestellt sein. Wenn das dann so ist, dann kannst du hier das Fenster schließen und dann siehst du hier deinen Server. Jetzt kommen wir dazu, den MetaTrader jetzt hier drauf zu installieren, was natürlich viel, viel einfacher fällt und viel einfacher funktioniert. Denn dafür gehen wir jetzt einfach auf Firefox. In deinem Fall wird Firefox jetzt noch nicht da sein. Du hast hier den Internet Explorer. Aber wenn du jetzt den Explorer hast, würde ich dich auf jeden Fall oder würde ich dir empfehlen, dir Firefox herunterzuladen. Gehst firefox.de, Browser Download und lädst es hier runter, weil funktioniert wirklich schneller und besser jetzt als der Internet Explorer. Dann öffnest du Firefox und gehst auf die Seite deines Brokers. So, ich gehe jetzt auf unsere Seite, weil da haben wir jetzt auch schon die ganzen Installationsdateien unserer Partnerbroker mit drin. So, klicken hier auf Akzeptieren, Brokerage und dann haben wir hier die Broker, Handelsplattform, MT5 und dann lade ich entsprechend dann hier die Installationsdatei herunter. So, wir machen das mal hier von Pepperstone. So, Pepperstone 5 Setup und dann kannst du hier direkt draufklicken und dann wird es installiert. Siehst, wird das hier angezeigt. Ich klicke mal auf Settings, damit ich das einmal prüfe. Passt alles? Okay. So, wenn die Installation dann beendet ist, klickst du hier auf Finish. Dann lädt es immer ein bisschen. Und dann siehst du hier, tata, es funktioniert. Du hast jetzt hier den MetaTrader 5 drin. Und wenn du dann sagst, okay, nee, du möchtest jetzt wieder zurück zu deinem MacBook, dann hast du einfach die Möglichkeit, dass du das hier entweder jetzt minimierst. Hier, Exit Full Screen, kannst du auch machen hier. Dann siehst du, du bist hier im Hintergrund, bist du auf dem MacBook und hier bist du jetzt im Server drin, in deinem Windows-Server und hast endlich den MetaTrader 5 auf deinem MacBook installiert. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du dich für weitere Videos rund um das Thema Trading und Investment interessierst, dann klick gerne auf eines der Videos, die jetzt hier vorgeschlagen werden. Bis dann.